Das stimmt, aus dem, was beim letzten Mal hervorging, aus dem, was ihr geredet habt. Alter, war das eben der Verfolgungsjagd hier. Gibt's ja gar nicht. Na doch, es gibt's noch krassere, und zwar später. Naja, was man nicht alles tut für ein paar Billigfälschungen. Don't worry, take it from here. You sure you don't want me to stick around? Oh man, I got it under control. So Nora. Alright, your deal. Hey, wait! You did good out there. Here, take this watch. You earned it. Great, I finally hit the big time. Voller Sarkasmus bzw. Zynismus eigentlich in dem Fall, weil es war ja aus der Defensive heraus. Ich habe immer noch ein Messer. Dem, dem, dem. So, was wollen wir denn nehmen von den Triadner-Punkt, Upgrades? Überraschungswechsel oder Angriff von oben? Nach oben. Warte mal, Nahkampfwaffenresistenz, Nahkampfwaffensprintangriff. Ich will gucken, was ich, Wer die Wahl hatte, die Qual, ne? Schlagschadenbonus, nehmen wir das. Komm, auch wenn das andere verlockender aussah. Aber das... Ah, gute Wiebe! Oh. Alter, hat mich gerade eben so ein billiger Hafenarbeiter angegriffen. Was ist mit dir denn los? Meine Güte, seid ihr echt nervtötend. Okay, Betrug lohnt nicht. Machen wir hier mal wieder einen Gefallen. What's up? Hey, you're Song Yi, right? I was racing earlier and I would have won. But this guy, Tommy Han Lan. He cheated, ran me off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Okay. Verbleibende Zeit. Ich denke, die Cops haben jetzt nichts dagegen, wenn ich mal dieses Auto nehme. Ah, now we're talking. Brauchen nur noch einen passenden Soundtrack. Oh, warte, warte. Blackstone Cherry, jawoll. So ein bisschen, Country Rock, Plastik und Metal machen die, Southern Metal, wie man es auch gerne umgangssprachlich nennt. Wer die Band mal auschecken will, also wer Zach Wilde kennt und Black Label Society, kann ich diese Band auf jeden Fall auch empfehlen. Wer mal die Band auschecken will auf YouTube, gebt euch mal Lonely Train. Es ist ein Überhit von denen, ey. So wichtig wie für AC/DC, TNT oder für Metallica Master of Puppets. Und ich hab's irgendwie geglitscht, ne? Das Radio läuft immer noch, obwohl ich ausgeschickt. Das ist fett. Passt doch eigentlich zu einer Mission, bei dem wir einen Rennwagen. Was zum Teufel? Wo ist die Ratsche hin? Ich sollte eigentlich das Auto kaputt machen von dem. Mit dieser Kreuz, mit diesem Kreuzding. Aber aus irgendeinem Grund. Alter, ich hab das Spiel geglitscht, ne? Finde ich geil, dass ich hier so einen Soundtrack gerade habe außerhalb des Wagens. Besser kann's ja gar nicht laufen. Okay, komm. Dich habe ich noch. Irgendwo hier Platz. Kann ich die nicht in den Kofferraum packen? So, du bist da drinnen. Sehr geil. Der ist immer noch da drin. Ich glaube, wir sollten... Warte mal. Wollen wir wieder zum Kofferraum? Wieder rein? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn rausholen und zum nächsten Wagen bringen. Den versenken wir dann im Meer. Oder zerschrotten den so.
So, gute Nacht. Ah, den Wagen machen wir jetzt kaputt. So, da unten ist doch was, und raus! Seufzt sie jetzt überhaupt ab? Ja, die giftige Substanz wird ihr Übriges tun. Okay. Wir haben gerade wieder nur eine Triadenmission zur Verfügung. So wie es den Anschein hat. Und ich will lieber erstmal Papierkörbe durch die Gegend schieben. Das macht nämlich auch Spaß. Ich habe hier irgendwo noch ein Schlag-Item gesehen. Eine Waffe. Da. Da wäre nochmal so ein Radkreuz gewesen, ne? Ich kann die nicht schultern irgendwie. Ich dachte, ich könnte die irgendwo hinpacken. Ich kann die nur werfen! Ups! Die Cops sind jetzt hinter mir her und... Ja, komm, schießt ruhig auf diesen Wagen. Der fetzt aber dann ordentlich in die Luft. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Oh, scheiße, Mann! Alter, was ist denn jetzt los? Alter, komm her. Okay, das war keinen Sinn gemacht. Ich wollte eigentlich diesen Kopf nur umlocken, um mir von dem seinen Wagen zu klauen. Aber naja, das war ein Fail. Ich stand immer in diesem selben Krankenhaus. Wie wird es mit Nico? Why is it happening to me? Roman! Montella! Yeah, so denke ich über den Wagen. Guck. Mann, ich will hier drauf rumstampfen. Egal. Ich will jetzt kein Taxi. Deswegen. Komm. Ey, sogar die Taxifahrer in Hongkong sehen sehr vornehm gekleidet aus. Alter, willst du mich verarschen, ey? Ich hab schon wieder die Cops an der Wacke. Das gibt's ja gar nicht. Was hab ich denn hier heute weggelegt? Ich will gar keine Rampage-Mission machen. Ich will erst später hier Randale machen. Fahr, mein kleiner fetter Kopf. Na komm, fahr mal. Den hätten wir erlegt. Und den hätten wir auch erlegt. Muss ich nur kurz warten, bis die sich abberuhigt haben. Muss aber aufpassen, weil hier ist noch einer unterwegs. Der bemerkt gar nicht, dass ich in der Gegenspur fahre. Das wäre auch mal cool, wenn es mal irgendwie in Zukunft ein Open-World-Spiel gäbe, wo sie genau darauf achten, ob ihr auch euch an die Fahrtregeln haltet, ne? Hallo! Ich hab mich voll vor das fahrende Auto geworfen. Alter, sind das Schmerzen. Ich würde mir gerne irgendwann mich wieder jetzt umziehen gehen, weil das ist doch Quatsch hier. Naja, muss schon im Ansehen noch ein bisschen steigen. Vielleicht kann ich dann bessere Klamotten kaufen. My man Wei! You done good! You restored order to the night market. Well, you took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. Got the right attitude. It's gonna pay off for you. You'll see. You know anything about the minibus racket? Well, same as everyone. If you want to drive a good route, you pay the toll. That's right. You know the pickup on Marlboro Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. Thanks. I appreciate it, Winston. Dog eyes, Walt. Right now it's his room, but you know how to deal with him, huh? It'll be my fucking pleasure. And I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. Let's go. Dieser eine Typ da, der sieht immer noch not amused aus. What's going on? We're going on offense. Taking over Marlboro Drive. One man per stop. Anybody gives you shit? Wait, what the fuck are you doing? Smack them around, no killing. What, afraid of little blood? Dog Eyes is Sun on Yi. We're taking the route, not declaring war. You can ask, it's fine by me. Okay. Wir übernehmen jetzt also eine Busroute.
Es ist schon krass, was die Trian alles kontrollieren. Jetzt gibt's einen auf die 12. How come we're going after Dog Eyes? Shouldn't we be fighting 18K? Dog Guy came after us? This is payback. Plain and simple. What if Dog Eyes complains to Big Smile Lee? What if he sends Mr. Tong after us? Look, dude. Dog Eyes might work for Lee, but Winston answers directly to nobody going to fuck with the chairman. He's nobody. Ich musste mal ein paar Cops loswerden hier. Die war, ein paar Zivis loswerden. Die waren mir alle im Weg. Das macht nichts, wenn wir die mit dem Cop upgrade. This is our stop now. Alter! So läuft das hier aber nicht. Pass mal auf. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde telefonieren. Ruf deine Mutter an. Aber Stress nicht. So, du darfst auch mit ihm chatten oder telefonieren. Ich glaube, ihr habt jetzt sogar eine Prepaid-Phone-Card oder sowas, ne? Wieso kann ich den Typen nicht greifen? Heute ist Ladenschluss, merkst du. So, mit dir wird schon noch fertig. Gibt's noch irgendwo einen Ort für dich? Da hinten ist auch nochmal so ein Laden. Guck mal, die haben noch ein Sonderangebot für dich. Schnapp zu! Komm, ich mach auch zu, damit keiner dir dein Lieblingsartikel wegnimmt. Alter, habe ich hier einen Doppelkill gemacht, oder was? Nee, der war von meinen eigenen Leuten. Welcome turned to out Busy and West Radio, where we're about to play you Bach's immersive orchestral suite number 3 so in D major, better known as Air on a G-string, followed by Mozart's piano sonata number 11 flat major. When Tong is done with them, he buries them alive, 6 feet under. Nobody coming for you. Hey, fuck you, Conroy. I still think about that poor fucker sometimes. So passend, der redet gerade davon, dass er lebendig begraben ist und wir hören hier Bach. Na. Also das ist eh ein Klassiker, also den muss man kennen. Auch wenn man keinen Klassik mag. Also ich mag Klassik, aber ich meine jetzt mal für diejenigen, die keine Klassik hören. Hallo, was geht denn ab bei euch? Let's go. No, 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 you stay here. I'll do it. Watch how a real man does it. Son of a bitch. Wait, you better get them. Und ich darf jetzt Dog Eyes Busroute wieder hinterherjagen. Das war schön. Okay, ich muss ihn nötigen, dass er zur Seite. Hey you, you want this route, you gotta pay for it. Are you stoned? I already paid Dog Eyes. Belongs to Winston now. Winston? I don't know Winston. Hold on, I'll tell you about it. You're wasting my time. Jetzt machen wir Buskuscheln oder was? I still drive better than you. Okay, okay, I'm going. Get out of here, I'm taking your passengers. Okay, okay. There's a slight problem with your bus, so we're doing a change. What the fuck, man, eh? Don't worry, okay. People. After a quick change of drivers, we're on our way. So kann man natürlich auch einen Bus zum Anhalten zwingen. Komm schon, Leute, ey. Noch einer, der was will? Der kloppt hier immer noch rum. Mensch, deine Kollegen waren aber schneller. Ja komm, fahr doch mal an mir vorbei. Ah, traust dich nicht, oder was? Dann kann ich auch rückwärts fahren. Wenn du willst. Was seid ihr denn für blöde Schisser gerade? Was ist denn mit euch los? Jetzt haben wir ein bisschen im Kreis. The bus goes in a tour, round and round, round and round, round and round. Alter, der ist aber schön fetzt. Gut. Das hätten wir auch geklärt.
Ja, mach mal keine Panik. Ruf der Titanic. Wir chillen ein bisschen hier durch Chinatown. Ne, eigentlich durch Hongkong direkt auf der Schiene. Fahrgast. Achso, da ist die Fahrgastverbindung. Ich hab auf die gar nicht geachtet. Egal, die ist auf Maximum. Gib dem fetten Bonus! Ach, so ein langweiliges Leben. Cool, ich habe sogar ein paar Korbpunkte dazu gekriegt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hab gehört, was passiert ist. Hoffe, alles ist okay. Mein Onkel traut dir jetzt zu. Du solltest ihn anrufen. Alles klar. Truck mit Verkleidung steht vor Pops des Hof. Überwachen Sie seinen nächsten Schritt. Ah. Das ist ja cool. Jetzt habe ich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Aber wir gehen uns jetzt erstmal hier in dem Kleidungsgeschäft umziehen, ey. Das ist, so kann ich ja nicht mehr rumlaufen hier. Das ist ja asozial, ey. Dann machen wir Pops das Hinweis Nummer 3, denke ich. Steh mir doch nicht im Weg rum, du Tölplay. Was ist mit dir denn los? Hey, weg da. Ich will erstmal. Ey. Ich will nur zu den T-Shirts erstmal. Was gibt's denn bei dir Feines? Doch, der hat doch nur scheiß Klamotten, ey. Ja, ich zeig dir, wie ich hier ausmisse. Du hast nur Mist in deinem Geschäft. Also, Winston traut immer noch nicht so ganz Way über den Weg. Dennoch haben wir jetzt erstmal dafür gesorgt, dass wir Dogge Eyes weiter ans Bein pissen können. Und ich meine, Way schlägt sich ja eigentlich ganz gut an. So ein Busfahrer, oder? Dün, dün. Next Station. Dragon Mustard. Ja, es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, durch die Straßen Tokios mit dem Bus zu fahren. Und ich denke euch, das hat auch, man hat auch gesehen, wie ich da herumdörpen war. Wie dem auch sei, freut euch drauf. Denn jetzt kommt bald mein erster Gast hinzu bei Let's Play Sleeping Dogs. Deswegen hinterlasst auch in den Kommentaren eine Bewertung, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ich bin hier raus. Peace out.